doch. Aber mach nichts, komm ganz alle, geh mal. Ich war ja nicht so schön. Aber okay. Komm, tritt doch auf die Hüften, ganz alle. Das ist grauslich. Magst du auch Zuckerl? Glaubst du, ob ich schon essen? Aber ja, du Hust. Wer kommt denn das Sticki da dran? Na, das passt schon. Herzlich, so viel letto. Ist das schön. Oh, mir hat es das ist gut. Du Kandale, wenn ich groß bin, heiratst mir mal. Warum denn? Das geht nicht. Weil in unserer Familie, da wird nur untereinander geheiratet. Der Papa, die Mama, der Onkel, die Tante, da oben die Oma. Ach so. Du, aber morgen geh ich mit meinem Papa Drachen steigen. Echt? Ja. Du, servus, grüß dich. Wer ist denn das? Du, das ist der vom Umweltschutz. Kennst du den? Ich schon, weil der kommt immer wieder zur Mama und fragt immer wieder, ob die Luft rein ist. Das ist ja ganz einfach. Dort dann so wie schlafen. Du, aber ich wäre mehr Pfarrer. Warum? Da habe ich einfach nicht viel zum Arbeiten. Nur einmal in der Woche. Und das am Sonntag Vormittag. Und da ist eh nichts Gescheites im Fernsehen. Das ist gut. Du, Chantal. Ich hab einen Spielzeugtraktor und du nicht. Edge. Na und? Ich hab schon eine Lauffrau und du nicht. Na und? Und ich hab dafür einen Schniedelwutz und du nicht. Ja. Macht auch nichts, wenn ich groß bin, hab ich viel Konkurrenz. Sag einmal, Chantal, wo geht denn der Storch hin, wenn er das Baby gebracht hat? Das ist ja gerade eine blöde Frage. Natürlich zurück in Papas Hosen. So was. Ja, was wünschst du denn du zum Geburtstag? Das weiß ich schon, ja. Ja, was denn? Ich wünsch mir ein Tampon. Ah, bitte was? Weißt du überhaupt, was das ist? Nein, aber im Fernsehen sagen sie immer, dass ich damit schwimmen, reiten und Beispiel kann. Das mache ich auch. So. Sag einmal, wen hast denn du lieber? Die Tante Rosi oder den Onkel Seppi? Das sag ich dir erst, wenn Weihnachten vorbei ist. Du, gestern habe ich den Papa gefragt, was ein Masseur ist. Und? Was hat er gesagt? Du, mein Sohn, das ist ein Mann, der bekommt dafür bezahlt, für das, was ich dort hinkriege, auch nicht auf die Finger kriege. Ach so. Du sag Kalle, die hat denn gestern bei uns das Essen geschmeckt. So.
so lala. Aber ich weiß jetzt, warum sie vorm Essen betten tat. Du Kalli, gestern habe ich meinen Papa gefragt, wo Kenia liegt. Und? Was hat er gesagt? Ja, er hat gesagt, Kenia. Naja, so weit kann es nicht sein, weil bei uns in der Arbeit, da ist einer aus Kenia. Und der geht immer zum Mittagessen heim, ja. Du, mein Nachbar hat seiner Frau einen Affen aus Afrika geschenkt. Echt? Ja. Aus Afrika? Unser Papa bringt der Mama immer einen Affen vom Wirtshaus an. Ja, gut. Du, gestern sitze ich mit der Mama in der Bootwanne und hab jetzt so gefragt, wo der Haarschwappen ist, ne? Und? Wo war denn? Ich weiß, was Mama gesagt hat. Er ist gerade ein wenig fortgegangen um die Zigaretten. Du stell dir vor, gar nicht gestern ist unsere Mama mit unserem eigenen Baby vor das Spital hergekommen. Und das bläht so viel. Das ist ein Wahnsinn. Ein neues Baby? Und da hast du keine Gebrauchsanweisung? Nein, haben wir nicht mit. Die Mama, gell? Die hat mir gestern erklärt, dass eine Krankheit immer die schwächsten Stellen des Körpers befällt. Jetzt ist es mager, warum der Papa alle Kopfe hat. Du, Kalle, mein Papa, das ist eine richtige Angsthose, echt. Warum? Immer wenn die Mama nicht daheim ist, schlaft er bei der Nachbarin. So. Du, sag einmal, Chantal, bist du ein Bube oder ein Mädel? Das weiß ich nicht. Ei, muss ich wieder nachschauen, gell? Hey. Aha, ich weiß, jetzt. Ja, ich weiß das. Und was bin ich? Ein Mädel. Woher weißt du das? Das ist ganz einfach, weil du hast einen rosenen Body an. Ach so. Jetzt ist mein Ding runtergeflogen, du holst mir das ab. Ach weh. Du Chantal, ich glaube, ich muss mein Baby. Na, dann lass einfach hin. Ah, war das schön. Aber wer Windel an, du. Aber meine Mama hat mir gesagt, wenn ich noch einmal in die Hosen mache, dann schneidet mir mein Schniedelwut so. Du! Ganz gut, mach dich, Schatz, der Blätter. Das kann so nicht wirklich sein. Na ja. Du, aber gestern habe ich meinen Papa gefragt, was ein Pilz ist. Und was ist ein Pilz? Du weißt, was der Papa gesagt hat. Das ist ein Ding, das braucht viel Wasser, hat einen Fuß. Und auf der Kuppen ist ganz glänzert. Echt? Ist das so wie unser Herr Pfarrer bei der Tat? Ja, genau, so ist es. Du, Kantale, ich glaube, ich kriege da wegen Hunger. Und ich brauche mein Fleisch. Du, Kalle, ich habe auch schon Hunger. Und ich möchte auch zur Mama tut die Finger nicht. Ja, Thomas. Mama!